Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder. Heute sind wir unterwegs mit Schweden mit dem 3-0er Deck und haben mit dabei den Streetswagen M42EH. Das ist ja der Kollege. Den Streetswagen M41, ein leichter Aufklärer. Die B17B für ein bisschen Luftunterstützung, da brauche ich unbedingt auch mal ein besseres Flugzeug für. Die L62 Anti 2, die ich eher als Panzerjäger verwende statt als Flugabwehr, weil als Flugabwehr funktioniert die für mich nicht. Und der SAV M43 mit seiner kleinen dicken Knifte da vorne. Und ich würde sagen, wir begeben uns auf die Jagd. So, die Crew ist bereit, habt ihr gehört. Und ich würde hier tatsächlich sogar mal auf die HE wechseln. Weil die macht mit dem sehr viel Spaß. Wir sind auch passend getarnt, also super unauffällig mit unserer Waldtarnung hier im Schnee. Derzeit, wo wir jetzt gerade mal vorwärts fahren, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe jetzt an OBS noch ein bisschen rumgeschraubt und die Soundqualität und die Grafikqualität, also die Auflösung bei euch, müsste jetzt ein deutliches besser sein. Könnt mir dazu mal ein Feedback geben. Und ja, wir brauchen noch ein bisschen. Derzeit trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Cheers. Alter, gehört gar nicht zu uns. Ja, ich kann nicht zurück. Tut mir leid. Das kam überraschend. So, jetzt muss ich wieder einen passenden Winkel finden, um wieder hochzukommen. Na komm. Ey, das ist ein Kettenfahrzeug. Na komm. Ein bisschen musst du schon wollen. Ja, ja, vamos, vamos. So. Jetzt können wir vielleicht auch mitmischen. Oder werden wahrscheinlich direkt aufgemischt, so wie ich das kenne. Wie es ja immer so ist, der Gegner findet einen immer zuerst. Seite. Da sehe ich nichts. Ziellos. Da sehe ich auch nichts. Rechts hat einer von unseren Leuten eine reinbekommen. Nicht schubsen. Hui! Mann, ich will auch auf irgendwas schießen. Komm bitte wieder nicht hoch. Da ist was. Kann das jetzt bitte jemand beschießen? Danke. Ja, echt da hochgekommen. Oh. Er gehört gar nicht zu uns. Ich musste erst mal überlegen, gehört die zu uns? Nicht kaputt machen, ich will ja einen reindrücken. Ach scheiße, ich hab's HE geladen, ne? Verdammt. Falsche Munition. Profi bei der Arbeit. Aber auch ganz cool, ne, wie diese Seitenplatte hier weggebrochen ist. Das finde ich ja ganz cool. Das hat aber gerumst. Ja, es war auch wieder mehr Sinn als Verstand, was ich da... Komm, den rücken wir jetzt auch mal zu nah. Ich will nur gucken. Entschuldigung, falls ich irgendjemand hier den Kill geklaut haben sollte. Ach, ist das alles hier aufregend.
Gefahr, Gefahr. Verdammt. Nehmen wir die Anti? Wir nehmen die Anti. Anti, der Panzerschreck. Also ich habe damit mal versucht, Flugzeuge abzuschießen. Wenn die nicht gerade direkt auf mich zufliegen, keine Chance. Ich treffe damit keine Flugzeuge. Diesen Einzelschuss immer... Nee. Da verwende ich die dann lieber halt als, ja, als Panzerjäger. Wenn man das Ding hat, kann man schon machen. Seitlich geht das. Vor allem die Turmdrehgeschwindigkeit ist auch viel zu gering, finde ich, dafür, dass man damit... mag da vielleicht mal jemand nach B fahren? Hallo? Das sehe ich hier eben gerade erst. Der AMX zum Beispiel, der könnte ruhig auch mal so Richtung B und so. Jetzt muss ich mit der Flugabwehr da hinfahren. Na gut, Panzerjäger. Ist ja Panzerjäger. Bin etwas angespannt. Liegt daran, weil es sonntagsmorgens ist. Verdammt. Den habe ich nie gesehen. Okay, unser Team löst sich auf. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, das... Da komme ich, glaube ich, auch nicht mehr rechtzeitig hin, um irgendwas noch zu reißen. Vor allem, es macht sich irgendwie auch keiner irgendwie die Mühe, mal in den Punkt zu fahren von unseren Leuten. Oder die werden vorher alle weggeholt, das kann natürlich auch sein, also. Ein Treffer haben wir gelandet. Juhu. Verdammt. Ging nicht durch. Ja gut, Runde ist eh um, ne? Ja, da fahre ich jetzt auch nicht mehr vorwärts. Das hat keinen Sinn mehr. Kann ich da durchschießen? Nö. Ach, da ist noch die Stuck. Ne, die Stu war das, glaube ich. Gut. Ja, eine Auftaktrunde war das auf jeden Fall schon mal. Schauen wir, dass die nächste besser wird. Ja, der Schlachtmodus bleibt uns halt erhalten, ne? Was hat er gesagt? Abenteuer! Schwedisch auch auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sprache. Schauen wir mal, ob wir vielleicht gerade mal so ein bisschen was scouten können oder so. Ein paar Punkte machen. Ich wollte mich gerade schon freuen und sagen so, oh, da ist ja jemand, aber falsche Team. Gerade überlegt, vielleicht nicht hier oben zu stehen. Interessanterweise niemand zu sehen hier von der Position. Das ist doof.
Wow, hab einen Treffer mit der Artillerie gemacht. Uhu. Oh oh, die schießen ja alle zurück. Ja, so blind links durch die Gegend fahren, also völlig ahnungslos. Ich könnte ja versuchen, nicht nach A zu sneaken. Rechnet wahrscheinlich keiner. Ich habe nicht einen einzigen Gegner gesehen. Den können wir einer reinknallen. Warte kurz. Oh. Ja, ich glaube, da komme ich gar nicht durch, ne? Schnell weg! Ich glaube, der ist sauer. Was hat denn das Ding für einen Durchschlag auf der Entfernung? Was waren das? 500 Meter? Bestimmt, ne? Hm. Könnte höher sein. Ja, geil. Wo soll ich mich denn jetzt hier hinstellen? Okay, das wird auf jeden Fall eine interessante Runde werden. Ich brauche einen Schluck Beruhigungskaffee. Ich höre da was. Also das war schon mal einer. Ui, wo sind denn die ganzen... Andererseits möchte ich die jetzt gar nicht hier haben, ehrlich gesagt. Okay, da kommt ein Panzer. Das ist bestimmt der KV-1, ja. Kannst du mal aufhören, so rumzuzittern? Du bist ja schlimmer als ich. Oh, verdammt. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Alter, der KV-1 kommt. Ach, verdammt, ey. Mann. Ja, aber gut, was hätte ich machen sollen, ne? Panzer 3, KV-1. Keine Chance. Ich habe mein Bestes gegeben. Was schießen wir hier? Schön, wie ihr euch alle hier sammelt. Ihr seid ein super Ziel für einen Bomber, wisst ihr das? Ja, sowas in der Richtung eben. Was? Das ist ja frech. Wie so eine Schiffsbatterie steht die da. Oh oh.
Dorf verlassen. Mach ich das halt mal. Ey, die stehen da zu dritt oben auf dem Berg, ne, und schießen, oder auf diesen Abhang, und schießen auf diese Su da hinten und keiner trifft das Ding. Leute, da ist noch ein Panzer. Nur mal so als Information. Ja, genau, geradeaus zu. Genau den da. Lenk ihn mal ab. Putz! Kein Problem. Also, das Ding gefällt mir sehr gut. Das Ding macht Spaß. Schluck Zielkaffee. Au. Da habe ich mir die Tasse gerade voll in die Zähne gehauen. Zähne mögen das nicht. Hm. Hat ganz schön weh getan. So, links rum, rechts rum. Ich meine, da ist der Spawn. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Dann werden wir es jetzt wieder versuchen, A anzuholen, anzugreifen. Ja, unser Team hat sich wieder schön aufgelöst. Sehr gut. Halt! Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich! Weiß nicht, ob der jetzt heile war, da hinten ist noch was. Oh oh, der kann auch schießen. Das ist nicht gut. Ah, er hat mich nicht gesehen. Ja gut, das macht jetzt überhaupt nichts, wenn du da getrackt bist. Dann. Interessant, ich kam nicht durch. Wow. Schnell lad nach. Na also. Das hat null Sinn ergeben, ne? Du kannst dich nicht bewegen und smokest und hoffst, dass der Gegner dann plötzlich nicht mehr weiß, dass du da standst. Das ist doch dumm. Warum macht man das? Ach, der war zu kurz. Schade, mit HE wäre der sonst wohin geflogen. Ah, finde ich auch cool, das Ding. Macht auch Spaß. Könnt ihr bitte aufhören, uns zu cappen? Klang, als hätte der gesagt, gib mir Feuer. Halt! Hab ich doch richtig gesehen. Ein lebender Stein. Aua. Okay, das war jetzt nicht gut. Ach komm schon, hört doch alle auf mich. Schon wieder dieser KV-1, ne? Die kann ich auch gegen den KV-1 nichts ausrichten. Flieg mal schnell mit dem Flugzeug rein. Vielleicht kann ich ja den KV-1 irgendwie erwischen oder so. Aber, ja, okay. Guckt euch das an. Wir sind schwer alleine hier. One Death Lever. Zwei Losts raus. Drei Losts raus. Naja, mal ein Panzer getroffen. Ja. Und im Gegnerteam
Ein Tod raus, zwei Tods raus. Ah, okay. Naja. So ist das halt nun mal in diesem Spiel. Hör auf, um mich zu schießen. Hey, stehen da drei Panzer? Bomben ra. Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, da wollte ich jetzt gerade ein bisschen zu viel. Das war jetzt dumm. Weil das Doofe ist, der schmeißt dir nur vier Bomben und danach macht er erst die Klappe auf und schmeißt den Rest. Alter. Und das ist das Geile an War Thunder, du wirst im Spawn direkt beschossen. Macht Spaß, da kommt Freude auf jeden Fall. Startest. Weg. Das ärgert mich mit diesen drei Panzern da drinnen. Ich hätte die alle drei erwischen können, aber da war ich ein bisschen zu gierig. Ich hätte noch einmal die ersten vier abwerfen müssen, drehen, die nächsten abwerfen müssen. Hätte vielleicht ein, zwei auf jeden Fall erwischt oder so. Naja gut, ja, waren zwei interessante Runden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten auch wiedersehen. Also bis dahin, macht es gut, ciao.